Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, guten Tag, guten Morgen. Was ist denn das für eine Uhrzeit, ey? Das ist ja unmenschlich, um diese Uhrzeit schon aufstehen zu müssen. Hey Leute, was geht ab? Oh, ich hatte eine furchtbare Nacht hinter mir. Ich habe einen derben Hustenanfall heute Nacht gehabt. Ich bin immer noch nicht hundertprozentig fit tatsächlich. Hält sich hartnäckig, so richtig. Hier unten, man sieht es auch, ich sehe aus. So sehe ich aus. Das ist mein erster Kaffee. Aber da heute Abend Zugzwang ist, kann ich heute Abend nicht streamen. Und da muss ich ja dann irgendwie das managen. Dragon's Dogma ist raus, Leute. Und das, will ich mir dann doch nicht entgehen lassen. Wie viele Spiele gerade raus sind? Ich komme gerade überhaupt nicht drauf klar, Leute. Final Fantasy VII. Dragon's Dogma. Rise of the Ronin. Und, ich muss sagen, Unicorn Overlord spiele ich auch noch. Habe ich hier im Stream nicht gezockt, weil ich mir gedacht habe, es interessiert kein Schwein. Habe ich aber schon angefangen zu zocken privat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das sind auch alles immer so 100 Stunden plus Spiele. Wie soll man das? Ich meine, man muss die natürlich nicht immer alle bei Release zocken, ist ja ganz klar. Das ist so eine Streamer-Krankheit, man will natürlich dann irgendwie aktuell sein oder so. Aber es ist, man kommt ja trotzdem nicht hinterher, weil dann kommt ja noch, dann gibt es noch hier den Ark Thrones, die Mod, dann kommt Elden Ring DLC und so weiter. Das sind alles so Sachen, die auch ja ewig dauern. Das ist ja nichts, was man mal schnell abgehandelt hat. Also, Es ist schwierig, das alles unter einen Hut zu kriegen. Trotzdem freue ich mich natürlich über tolle Spiele und bin jetzt natürlich dementsprechend auch gespannt auf Dragon's Dogma 2. Hier wird schon die ersten Fragen gestellt. Was sagst du zur aktuellen Steam-Bewertung von Dragon's Dogma? Habe ich noch überhaupt nicht mitgekriegt, aber so wie ihr die Frage stellt, gehe ich mal davon aus, dass sie nicht gut sind oder so. Wobei ich damit. Zusammenfassen? Ja, sag. Soll ich kurz zusammenfassen, worum es geht in der Steam-Bewertung? Geht es um die Microtransactions? Ja, unter anderem. Und auch die Performance, ne, 30 FPS. Auf dem PC? Ja. Was? Ja, es ist halt ein sehr anspruchsvolles Spiel. Sagen wir mal so, es kommt nicht oft über 30 FPS, glaube ich. War so der Tenor. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf deinem Rechner aussieht. Dann bin ich mal gespannt. Ich habe extra mich für die PC-Version entschieden. Ja, die Konsole hat noch mehr Probleme, das stimmt. Es gibt auch viele Abstürze anscheinend. Aber das gilt nicht auch für alle. Die Tests erwähnen keine Abstürze. Die hatten keine Probleme. Ein bisschen tricky. Und vor allem halt das Microtransactions-Ding, dass man halt Geld ausgeben kann, für sich warpen zu können oder. Ja, das habe ich auch gelesen, das muss ich sagen, das finde ich auch ein Hammer, ehrlich gesagt. Also, das hat das Spiel auch gar nicht nötig. Ne? Du hast da so ein schönes Spiel gebastelt und ich habe ja nichts dagegen, wenn so Skins oder so Geld kosten. Finde ich zwar auch nicht geil, aber ist mir eigentlich relativ egal, weil dann kann das jeder machen, wie er will. Aber so sowas wie Fast Travel, was ja wirklich ein wichtiges Feature ist in einem Open-World-Game, was auch meiner Meinung nach einer meiner großen Kritikpunkte an Dragon's Dogma 1 ist, wer das gespielt hat. Das sind teilweise richtig krasse Distanzen, die man da dann zu Fuß zurücklegen muss. Was für mich tatsächlich dafür gesorgt hat, dass ich Dragon's Dogma 1 nie durchgezockt habe, weil ich irgendwann keinen Bock mehr hatte, zu laufen. Und dann finde ich also sowas dann irgendwie in Fast Travel, also. Naja, es ist jetzt nicht nur exklusiv Microtransactions. Du kannst dir da auch in-game erarbeiten, die Fast-Travel-Punkte. Ja, kann man? Aber, ja. Okay, das ist aber dann schon mal sowas. Für die Leute ist es unverständlich, dass es halt überhaupt angeboten wird als DLC. Ja. Es ist. Aber es ist am Ende wahrscheinlich eine Publisher- oder Management-Entscheidung gewesen. Ja, natürlich. Das ist aber trotzdem. Ich verstehe es nicht. Ich finde, das ist so kurzfristig immer gedacht. Ich finde, da ist zum Beispiel auch, sorry, wenn ich sage, aber das FromSoft so vorbildlich. Die bringen einfach ihr Spiel raus, keine dummen Schwierigkeitsgrade, keine Microtransaction. Die machen einfach ihr Kunstwerk und sagen, hier ist es. So, und dann kannst du es spielen und mögen oder du kannst es nicht spielen und nicht mögen, whatever. Aber das Spiel ist so. Das macht Nintendo auch so übrigens. Super Mario, keine Schwierigkeitsgrade, keine Microtransaction. Hier ist Super Mario. Ne? Das Spiel da ist. Amiibo. Ja, okay, aber. Amiibo. Also inzwischen haben die auch Wege gefunden. Ja, aber ist für mich nochmal ein bisschen was anderes, ja, Amiibo, als Microtransactions. Aber ich meinte auch gerade, die Streamer haben anscheinend nicht die Probleme, die haben auch bessere PCs und die kriegen auch 60 FPS hin.
Also das, ja, wir werden es jetzt gleich sehen. Halt verbessert. Ich finde halt einfach, ich finde das schade. Ich meine, ich verstehe, dass die heutzutage, wir lesen alle darüber, dass in der Gaming-Branche auch viele Stellen gekürzt werden und so weiter. Ich verstehe das aus einer wirtschaftlichen Sicht, dass Geld verdient werden muss. Das müssen wir bei Rocket Beans auch. Ich finde es halt bei einem Vollpreisspiel immer so ein bisschen, bei so Handyspielen, okay, die kriegst du dann für umsonst oder so, dass du dann da irgendwo, dass die irgendwo mit, damit auch Geld verdienen müssen, verstehe ich. Aber wenn du 70 oder 80 Euro für ein Spiel zahlst und dann nochmal zur Kasse gebeten wirst, das war auch schon bei Diablo oder so, weiß ich nicht. Und ich finde auch gerade so bei so großen, bei so Indie-Developern finde ich es auch nochmal was anderes. Aber so Capcom, Ubisoft und so riesen EA und so, ja, ich weiß nicht. Ich bin einfach kein Fan davon, aber wir werden uns damit abfinden müssen. Ja, die haben ja auch nochmal Aktionäre vielleicht deswegen, ja, und müssen sich dann entsprechend, ne, immer schön mit Renditen. Ja, ist schwierig. Wir werden es eh nicht ändern können, weil es ist einfach so, dass es funktioniert. Das muss man einfach sagen. Und es ist eine. Wahrscheinlich würden wir es, wenn wir alle Firmenchefs wären, mal rein theoretisch, würden wir es wahrscheinlich auch nicht anders machen. Wenn dann dein Kollege kommt und sagt, pass auf, wir können hier XY als 99-Cent-Variante anbieten und verdienen dafür alle 10 Millionen mehr. Ich weiß nicht, ob dann jeder von uns die Stärke hätte zu sagen, nee, machen wir nicht. Ich will ja auch jetzt nicht hier mich als moralisch irgendwie überstellen. Aber zum Glück bin ich nicht Capcom-Chef, sondern ich bin Konsument in dem Fall und kann aus einer Konsumentensicht sprechen und muss das gar nicht rechtfertigen. Ich kann also als Konsument sagen, was ich gut finde und was ich nicht gut finde. Nichtsdestotrotz ändert das nichts daran, dass ich mega Bock auf das Spiel habe und sehr, sehr gespannt bin, was Capcom hier auf die Füße gestellt hat. Und ja, wir werden jetzt hier direkt reinzocken. Und dann haben wir natürlich auch noch Rise of the Ronin. Muss ich mal gucken, wie ich das noch unterbringe. Diese Woche wird schwer. Nächste Woche dann vielleicht. Habe ich aber auch schon ein bisschen privat gespielt, Rise of the Ronin. Also insofern weiß ich da zumindest schon ein bisschen, was auf mich zukommt. Aber ja, diese Steam-Bewertungen, die sind immer mit Vorsicht zu genießen. Weil, wie gesagt, ein Absturz und dann gibt es direkt eine Steam-Bewertung oder so. Und das finde ich dann auch immer auch so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie so Hotelbewertung. Dann kommt ein Hotelgast, hat ein scheiß Erlebnis im Hotel, ja, weiß ich nicht. Der hat der Kaffee nicht geschmeckt oder die Küche, das Essen war kalt oder so. Und dann geht er dann irgendwie auf TripAdvisor und sagt, scheiß Hotel. Aber 99,9% der Menschen, die dort waren, für die war es richtig geil. Also, und dann zieht das aber. PC ja immer schwieriger. PCs sind eh immer unterschiedlich. Dann gibt es halt bei einem Abstürze, bei einem anderen nicht, weil die Karte halt anders ist. Das ist extrem schwierig, auf Steam Leuten alles recht zu machen. Deswegen. Ich finde, da muss man immer gucken. Deshalb habt ihr ja mich, denn ihr wisst, ich bin immer ehrlich. Es sei denn, ich werde dafür bezahlt, unehrlich zu sein. It's funny, because it's true. Nein, aber ganz ehrlich, dafür habt ihr dann Leute wie mich, die euch einfach sagen, wie es ist. Und ihr könnt euch vor allen Dingen auch selber ein Bild dann machen. Dafür ist ja Streaming und so zum Beispiel ganz gut, ne? Dass ihr dann einfach selber seht, was ist gut, was ist nicht gut. Aber ja, ich lasse mir jetzt erstmal meine Vorfreude auf dieses Spiel durch nichts nehmen. Und wenn ich an den Punkt komme, wo ich sage, ach, das ist aber jetzt scheiße, durch Microtransactions oder andere Sachen, dann mache ich mir einen Kopf, wenn es soweit ist. Aber die Vorfreude lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Ich habe richtig Bock. Eine Sache noch vielleicht. Ein. Ja, was? Sorry. Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht nach einer Stunde oder nach zwei Stunden mal den YouTube-Stream ausmachen, damit wir gleich das Video veröffentlichen können. Hä? Dann starte ich quasi YouTube neu, den Stream. Also die Idee ist, wir wollen das Video zu Dragon's Dogma 2 natürlich so schnell wie möglich bei dir auf YouTube rausbringen. Hä? Okay. Ey, Nikola, okay, du so. Weißt doch, habe ich dir jemals widersprochen bei irgendwas, was du vorgeschlagen hast? Nee, ist ja eine Info für den Chat auch, damit die, oder zumindest für den YouTube-Chat wird das ja spannend. Auf Twitch läuft es ganz normal weiter, aber auf YouTube gibt es einen kleinen Restart. Wir machen aber das so, dass ihr gleich auf das neue Video weitergeladet werdet, also es wird super. Hä? Yay. Okay. Aber Eddie muss entsprechend abmoderieren, ne? Merkt ihr das? Ja, du musst mir es einfach sagen. Sag mir einfach Bescheid. Und warum genau nach einer Stunde? Ja, ist egal. Wie lange willst du schon machen heute? Ja, so 3 Stündchen. Ach, alles an einem Stück? Okay, gut. Nö, wir können auch daraus 2x1,5 Stunden machen. Ey. Ja, keine Ahnung, was besser ist. Das kann ich dir auch nicht sagen. Einmal trennen wäre schon ganz sinnvoll, glaube ich. Ey, Jack Scott Props auf das im Chat.
Oh, YouTube, habe ich gerade gesehen. Jackie Boy! Wo ist er denn? Im Mai startet unser Koop Elden Ring. Ah, schon, ist schon vorbei. Sag mal, hörst du das gerade? Dieses, ich habe hier wieder elektrische Dissonanzen. Hast du es gerade gehört? Ich habe es ein bisschen runtergedreht bei dir, damit es nicht mehr so stark ist. Ich verstehe nicht, woran es liegt. Es war zwischenzeitlich war es weg, jetzt ist es wieder da. Wir hatten schon mal die Idee, dass du eventuell wieder dein altes Auto-Interface anschließt. Vielleicht liegt es am Core XLR. Wäre vielleicht auch eine Option, das mal ausprobieren. Das können wir natürlich jetzt nicht so schnell machen. Nee, das machen wir jetzt. Auf gar durch. Keinen Fall mache ich jetzt irgendeine Technik. Außerdem habe ich hier das lassen wir mein jetzt. Frühstück hat meine Frau für mich gemacht. Müsli. Oh, gesund. Ist das nicht vorbildlich? Ja, gut. Apfel drinne. Ah ja, Chat fragt noch, ob du mit dem Florentin Will spielst oder ob du den neuen Charakter baust oder. Ach so, nee, das sind ja meine Vasallen. Ach so, du baust dir nochmal einen eigenen Eddie, der die hinterher zerrt und. Nein, Florentin und da sind meine Diener. Was denkt ihr denn? Ja, gut. Greenscreen, klar. Greenscreen kommt hoch. Warte mal, ich muss kurz mal den Chat neu laden. Irgendwie kommt YouTube gerade nicht rein. Jack wünscht dir auf jeden Fall viel Spaß. Rise of Ronin finde ich arg enttäuschend, schreibt er. Hat er gesagt, ja? Ja, ich muss sagen, ich hab so zwei Stunden gespielt. Und ich fand's. Also ich habe auch ein bisschen mehr erwartet. Also es ist okay, ich glaube, es macht schon Spaß, ich weiß es nicht, aber grafisch ist es echt ein Rückschritt. Und spielerisch hat sich's auch nicht so geil angefühlt, wie ich gehofft hatte. Aber das werde ich dann drauf eingehen, wenn es soweit ist. Also ich, da habe ich mir von Team Ninja ein bisschen mehr erwartet. Es wirkt, also es ist auch ein bisschen komisch, wie schnell die teilweise Spiele rausbringen. Ne? Also erst Nioh 2, dann Wukong, jetzt Rise of the Ronin, da ist ja immer nur ein Jahr oder so dazwischen. Wenn man das jetzt mal mit FromSoft oder so vergleicht, oder ja, Dragon's Dogma, eventuell muss man sich da doch ein bisschen mehr Zeit lassen. Also nicht scheiße, Rise of the Ronin, auf gar keinen Fall. Aber es ist auch nicht in der Sekiro-Liga. Also sorry, dass der YouTube-Chat gerade nicht geht bei Eddie im OBS. Aber Jack schreibt, die Open World sieht einfach nur optisch total furchtbar aus. Das hässlichste Team Ninja-Game überhaupt. So weit war ich noch gar nicht. War noch in dem Anfangs-Tutorial-Level, wo man gegen die alte Frau kämpft. Heute kommt auch noch das Peach-Game raus, stimmt. Auch noch, ey. Das ist ja tatsächlich auch wahrscheinlich ein ziemlich gutes Spiel. Aber sag euch, Unicorn Overlord macht richtig Bock. Aber was mich da genervt hat, direkt am Anfang 4 Schwierigkeitsgrade zur Auswahl. Na toll, das. Ich meine, die Diskussion hatte ich auch schon 1000 Mal, aber ich hasse Schwierigkeitsgrad-Auswahl. Ich hasse es wirklich. Man hat immer das Gefühl, irgendwie die Entwickler schieben die Verantwortung, wie sich das Spiel zu spielen hat, auf mich. Magst du lieber adaptive Schwierigkeit, die sich anpasst, oder lieber sowas wie Elden Ring, wo du wirklich eine Schwierigkeit hast? Eine Schwierigkeit. Das ist die Aufgabe der Entwickler, ein Spielerlebnis zu machen, wo du innerhalb des Spiels lernst, und dann sollen die sich einfach für einen Schwierigkeitsgrad entscheiden. So wie bei einem Film auch. Es gibt anspruchsvolle Filme und es gibt Kinderfilme. Es gibt anspruchsvolle Spiele, es gibt Kinder. Ich weiß nicht, warum man den Anspruch hat, bei Videospielen, es muss für jeden gleichermaßen leicht sein. Ich verstehe das irgendwie nicht so, weil ich finde es absolut in Ordnung zu sagen, es gibt Spiele, die sind schwerer als andere. Und wenn das dann nichts für dich ist, okay, dann ist es so. Oder du arbeitest dich rein. Ist ja nicht so, dass man das sind ja auch nicht Spiele, ich sage ja nicht, dass die unfair sein sollen oder so. Aber bei Mario ist es ja auch so, du lernst erst, wie man einmal springt, dann lernst du das und nach hinten raus wird es immer schwieriger und schwieriger und schwieriger, aber du hast eine Reise sozusagen im Spiel gemacht, die dir die Skills langsam gibt. So, und meiner Meinung nach gute Entwickler schaffen es so, dich da reinzuholen, dass du da mit dem Spiel lernst und besser wirst. Und bei Schwierigkeitsgraden denke ich mir immer, ja, geil, jetzt hänge ich, mache ich jetzt auf leicht, fühlt sich wie Cheaten an,
Wenn es noch einen schwierigeren Schwierigkeitsgrad gibt als den ich spiele, hat man immer so ein bisschen dieses Gefühl, ja, habe ich jetzt wirklich die richtige Experience gespielt oder nicht? Oder ist es jetzt lame, hätte ich schwieriger nehmen sollen, weil ich schon Erfahrungen habe oder so? Ich fühle mich da immer irgendwie, ich meine, ich verstehe es, es gibt auch Leute, die sagen, nee, ich habe auch nicht die Zeit, ein Spiel irgendwie einen Endgegner 50 Mal zu machen. Da hätte ich gerne die leichtere Variante, ich will das Spiel aber trotzdem erfahren, kann ich irgendwie verstehen. Für mich persönlich, ich habe immer das Gefühl, auf die eine oder andere Art und Weise, dass ich irgendwas verpasse oder nicht die richtige Spielexperience habe. Deshalb bin ich einfach kein Freund von Schwierigkeitsgraden. Sagt ihr mir, wie schwer es sein soll und ich gucke dann, ob es mir gefällt oder nicht oder ob ich Lust habe, mich reinzuarbeiten oder nicht. Und meiner Meinung nach, gute Programmierer schaffen es eben, auch bei einem schweren Spiel, dich so bei Laune zu halten. Deshalb sage ich ja immer FromSoft, ne, diese Mischung zwischen Frustration und Belohnung. Wenn du diesen Sweet Spot triffst, dann hält es auch die Leute bei Stange. Na gut, da können wir noch eine eigene Diskussion dazu aufmachen, weil ich bin nämlich auch eher der Vertreter von, ich mag Schwierigkeitsgrade. Ja, ich weiß, es gibt ganz viele, die das auch so mögen. Ich kann auch keine FromSoft-Spiele spielen, weil ich da einfach zu scheiße für bin. Und nee, bist du nicht. Das ist ja Quatsch. Ich rauskomme aus dem Stadtgebiet von Elden Ring, weil ich einfach zu scheiße bin. Nee, du bist nicht zu scheiße, du hast nur nicht vielleicht die Geduld, das Spiel zu lernen. Oder das, also, ja. Das ist was anderes. Aber es gibt ja auch bei Counter-Strike keinen Schwierigkeitsgrad. Da sagt ja auch keiner. Ja, wobei es gibt Bot-Schwierigkeitsstufen. Das ist schon. Ich habe mal Condition Zero gespielt, das ist ja Singleplayer. Und gut, du kannst sagen, es gibt auch in echt Schwierigkeitsstufen, weil es ja ein Ranking, also ein Elo-System gibt. Genau. Ne? Aber auch da, ne, da wirst du ja rangeführt. Wenn du schlecht bist, dann kriegst du erstmal schlechte und dann kommen irgendwann, wenn du besser wirst, kommen dann bessere. Da lernst du ja dann auch das Spiel und wenn du besser wirst, und so ist es ja auch bei Elden Ring, die harten Sachen kommen ja erst, die kommen ja nicht direkt am Anfang. Natürlich ist der Einstieg verhältnismäßig schon recht hoch, aber auch bei Elden Ring, also Elden Ring ist ja noch das leichteste FromSoft-Spiel von allen. Na toll. Ja. Ich finde es ganz gut, wenn dabei steht, hier, der Schwierigkeitsgrad ist für erfahrene Leute, der Schwierigkeitsgrad ist für Anfänger. Das ist so, wo man sich dran ein bisschen ausrichten kann. Es hilft zumindest ein bisschen. Ja, mag ich nicht. Bei jetzt hier bei Unicorn Overlord war das auch so. Da war es dann, Story-Modus, easy, für Leute, die unerfahren sind. Und dann gab es irgendwie normal, wäre eine ausgeglichene irgendwie so, wenn du was ausgeglichene Spielweise haben will. Und dann gab's hart für Leute, die schon Erfahrung haben mit Taktikspielen. So, dann stehe ich da. Will ich jetzt normal ausgeglichen? Klingt für mich gut, weil ich will es ja normal haben. Aber ich habe natürlich auch schon viele Taktikspiele gespielt. Wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt der oder bin ich jetzt der? Das stimmt, das ist schwierig. Das ist ja besser, wenn man es dann im Spiel herumstellen kann. Manche Spiele machen das ja gar nicht möglich. Hier gibt's auch Grüße. Loffi, Grüße um die Uhrzeit. Ja, aber egal, es ist. Es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Gibt jeder halt auch was mit Behinderung, wenn Leute halt wirklich Schwierigkeiten haben. Ja, klar, gut, das ist nochmal was ganz anderes. Aber da könnte man ja dann so einen, weiß ich nicht, irgendwie so einen besonderen Modus oder sowas. Gibt bei Mario auch die unbesiegbaren Yoshis oder sowas. Aber auch erst mit der Zeit. Ne? Das ist, aber es ist auch keine, es ist jetzt nichts, was einen stört, finde ich. Man kann es nutzen, wenn man unbedingt will, aber jeder normale Mario-Spieler macht es halt nicht. Ja, aber da fühlt man sich ja auch nicht gut. Klar, wenn du eine Behinderung hast, ist nochmal was anderes. Aber als normaler Spieler fühlt man sich ja nicht gut, wenn du einen unzerstörbaren Mario durchs Level fliegst. Also es zockt ja keiner Super Mario wegen der Story. Ja, wenn du das auf dem Level unbedingt raus, das habe ich von früher noch, wo ich dann Mario DS gespielt habe und einfach nicht aus dem Level rauskam, weil ich die ganze Zeit gestorben bin. Da wäre schon so ein Modus cool gewesen, als ich kleiner Noob-Kind oder jetzt, wenn ich meine Neffen so angucke, die haben auch noch ihre Probleme in Kirby weiterzukommen. Das ist dann ganz cool, wenn man mal sagen kann, du hast Probleme in Kirby weiterzukommen. Ja, das sind halt noch nicht so alt, um gut zu sein in dem Spiel. Ach so, ich dachte du. Nein. Okay, die Kinder, ja. Aber auch da, die Kinder müssen ja auch mal lernen. Man kann halt nicht immer alles. Ja. Das ist genau das Problem. Ich sehe das ja bei meinen Kids. So, ne, die sind total, die haben überhaupt keine Frusttoleranz mehr. Weißt du warum? Weil die nicht mit Super Mario 1 groß geworden sind. Oh. Ja,
Du hast drei Leben, wenn die weg sind, kannst von vorne anfangen. Ja, musst du nicht zu. Ja, heutzutage, ja, es ist so. Es ist so. Ich weiß, ich klinge jetzt hier wieder boomermäßig, aber es ist die scheiß Wahrheit. Es hat alles seinen Preis. Und wenn du einfach unendlich Leben hast oder dann irgendwie mit Mario durchs Level fliegen kannst, anstatt es dir zu erarbeiten, wenn du diese scheiß Sprungpassage, wir hatten nichts. NES, ein Spiel, Super Mario. Dann musstest du halt in Level 8.1 diesen Sprung so lange üben, bis du ihn kannst. Es ist so, es gab keinen Weg drumherum. Das stimmt, ja. Ich habe, glaube ich, fünf Stunden gebraucht, um zu Mario 1 durchzuspielen. Ja, gut, meine Frusttoleranz ist auch nicht ausgeprägt, hart. Das stimmt, aber das ist was anderes. Das sind andere Gründe. So, eine Frage noch, dann müssen wir loslegen hier. Ja, Jack fragt, was du davon hältst, dass Dragon's Dogma nur einen Spielstand bietet. Das wusste ich auch nicht, aber. Ach so, ja, das ist auch ein Kritikpunkt. Okay, also es stört mich persönlich jetzt nicht so sehr, weil ich glaube, also nicht so oft Spiele habe mit mehreren Moment. Ein Spielstand heißt ein Safe Game. Ja. Okay, das könnte tatsächlich, ja. Wie früher. Ist kein Dealbreaker, aber muss man mal gucken. Man kann es kopieren auf dem PC, das heißt, aber Vorteile. Ehrlich gesagt habe ich es anders bei FromSoft-Spielen natürlich auch nicht gemacht. Also, ich habe da nicht 20 Spielstände gehabt, zwischen denen ich dann hin und her schalte. Finde ich jetzt ehrlich gesagt, klingt jetzt erstmal nicht so schlimm. Aber wir gucken mal. Wir gucken mal. So, jetzt haben wir genug gelabert. Früher gab es auch Cheatcodes, das stimmt. Ach, Cheatcodes sind beste. Mach ich heute sagen. Ja, aber auch Action Replay, wenn das noch einer kennt. Ja, auf jeden Fall. Haare sind wieder. Sonst hätte ich Mario Kart, was war das? SNS nicht durchspielen können? Das ist ja richtig schlimm. Das SNES-Ding ist so schwer im Singleplayer. Hast du mal auf 150cc das Ding durchgespielt? Ehrlich? Absurd. Die cheaten, okay. Die alle durch hier. Die ganze KI cheatet. Bitte. Ah, egal, sorry. Gott, wenn ich das höre, das blutet mir das Herz. Egal. Aber ich lasse mich davon jetzt nicht triggern. So, Bumper und dann geht's hier los. Turi ist auch da. Turi, ja. So, Leute, es geht los. Dragon's Dogma 2. Wir starten rein in das epische Abenteuer. Und um es hier direkt einmal zu sagen, ich spiele mit Pad am PC in der Hoffnung, dass ich hier das Maximum an Performance raushole aus dem Spiel. Hoffe mal, dass das hier technisch alles geht. Das sieht schon mal nicht gut aus. Denk an den Greenscreen. Ja, yeah. Erstmal muss ich dran denken, dass das Spiel hier verrutscht ist. Weil das nicht. Ich mach mal Alt-Enter, warte. Das hilft ja. Okay, nee. Aber lass kurz laden. Ja, er lädt. Das sieht gut aus. Ja, das sieht auch gut aus. Shaders werden kompiliert. Was sind Shaders, Nicola? Grafikeffekte, kann man das so umschreiben? So wie Wasser zum Beispiel, dass es reflektiert oder sowas. Alles, was quasi auf der GPU ausgeführt wird. Die lässt man inzwischen vorher kompilieren, damit sie nicht im Spiel zu Ladezeiten führen. Was ist denn kompilieren überhaupt? Das ist ja kein Wort, was man außerhalb von Videospielen benutzt. Also ich habe noch nie zu irgendjemandem gesagt, ich komme gleich, aber ich muss noch was kompilieren. Das machst du, wenn du in der Programmierung was programmierst und dann, um das zu einer Exe-Datei zu machen, musst du es kompilieren quasi. Gibt solche Compiler, die wandeln dann den Code, den du geschrieben hast, in Maschinencode um, damit der PC versteht. Also 1 und 0 quasi. Oder Assembler-Code. Mhm. Zusammensetzen lese ich hier im Chat. Ist das deutsche Wort dafür, ja. Das wäre ja sehr einfach dann gewesen, das so zu sagen. Ich wollte es aber noch so beschreiben, dass man es auch versteht. Naja, zusammensetzen, okay. Es wird zusammengetragen, kompiliert. Ja, halt die Grafik kommt zusammen, Audio kommt zusammen. Was ist das Gegenteil von kompilieren? Dekompilieren. Gut. Das macht man, wenn man ein Spiel auseinandernehmen will und gucken der will, wie ist es programmiert. Der kompiliert aber jetzt hier schon ganz schön lange. Ja, das wird, glaube ich, nur ein einziges Mal gemacht, dann sind die Dateien lokal bei dir gespeichert. Willst du mal den Folgen-Reset gerade machen, damit ich sehe, wann ich hier... Kannst du eigentlich noch mal einen Mod machen. Wegen der Ladezeit? Ja, du hast recht. Ich mach nochmal eine Anmod. Leute, wir starten direkt rein. Dragon's Dogma 2. Ich freue mich sowas von auf dieses Spiel. Und deshalb ohne groß rumlabern. Rein ins Game.
Und ja, wir haben die ganze Kompilierung, habt ihr jetzt verpasst. Anzeigensprache. Ich hätte ja gerne in Englisch, aber dann schimpfen wieder alle. Sprachausgabe. Lassen wir auf Englisch. Untertitel an. So, maximale Helligkeit. Oh, da ist Schach. Wo ich hingehe, es verfolgt mich. Passen Sie den Wert an, bis das Muster gerade noch sichtbar ist. Da schummel ich immer. Hier wäre so gerade noch sichtbar, aber ich mache immer ein bisschen noch. Ich mache gut sichtbar. Helligkeit. Passen Sie das Bild in der... Anpassen, bis das Bild in der Mitte verschwindet. Ja, das ist ja bei Dragon's Dogma 1 auch schon so gewesen, dass die Nächte sind ja wirklich sehr, sehr dunkel. Gib dein Alter ein. Warum? Warum werde ich gedemütigt in den ersten Sekunden des Spiels? Aber es sieht jetzt ein bisschen milchig aus, habe ich das Gefühl. Vielleicht müssen wir dann nochmal ran an die... Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen milchig. HDR ist aus, Helligkeit, vielleicht muss man hier doch ein bisschen... Aber das wird ja noch heller dann, oder? Hier ist dunkler. Vielleicht so. Naja. So, was haben wir denn hier an Grafik? Niedrig, hoch, okay, Vollbild, das bleibt alles, Wiederholfrequenz, Bildrate, Variabel. Was machen wir hier, Nikola? Variabel? Ich weiß gerade nicht, was bei dir eingestellt ist. Wie? Wo? Was die Bildfrequenz? Ja, lass mal so eingestellt, wir gucken mal, was Probleme gibt. Rendering-Methode, Interlaced, Progressiv, Interlaced, oder? Bildqualität. Raytracing an, aus. An, aus, an, aus, an. Machen wir an, oder? Wenn es geht, klar. Klar. Die LSS bräuchte man eventuell, mal gucken. An, 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 an. Okay, das sieht gut aus. Schau mal, was der PC schafft, aber du hast ja eine 4090 eigentlich. Ist das ja, Mann. Kein Problem. Let's go, let's go. Wir wollen das mal hier richtig... Okay. Das sieht alles gut aus. Hä? Achso. So. La Korrektion et la Rechance, Rolleres, der Röppenschöpere, Überzeugung ist der menschliche Wille, der seine größte Kraft erreicht. Ich liebe solche Zitate. Wir wirken immer. Wichtig. Fevermont suffered without a true monarch to guide her and her people. Decades have passed since last His Majesty Erland sat atop the Draken throne. Long have we endured, yet it has not been for naught. At last, the bell has tolled on the age of the Consul. At last! We may celebrate the coming of our rightful ruler. The return of the sovereign
My word! Such an inspiring visage! Your Majesty shall have my eternal fealty. Your Majesty, oh how long I have waited this moment. Behold, before you sits the rightful inheritor of the Dragon Throne, chosen by the dragon as its enemy. Ja, diese Tearing-Probleme, die liegen, glaube ich, nicht an Dragon's Dogma. Die hatte ich leider auch bei anderen Spielen schon. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wir haben alles versucht eigentlich. For only the Sovereign's guidance can lead us true. All hail the Sovereign! All hail! Let all present. Pledge your allegiance to the Sovereign. Let us be united in the hope that our liege's reign will ne'er end. Long live the Sovereign of Ramon! Long live the Sovereign! Arisen, thou who wouldst slay the dragon, if thou seekest to behold this world in its true aspect, abandon thy reason. Cast aside thine heart and thy life both. I ask thee to demonstrate thy will, for naught but thine ambition can alter the course of the rivers of fate. Dann noch so ein Spiel, was im Kerker anfängt. Neo, genau. Now, which one of you was it? No need to be shy. I've just got to take down a record of your name and face. Come on, step forward. Du kannst entweder einen Gefangenen als Voreinstellung wählen oder den Gefangenen mit Kapuze. Um das Aussehen deines Charakters. Is it you? No? It is hard to say. If the pawn I'm looking, are you the one there? Aha, I thought I recognized you. Basiskörper. So. Ich bastel aber nicht mich, ich bastel was Besseres. Wenn ich schon die Chance habe. Hier. Was soll ich machen, Leute? Wie soll ich aussehen? Ihr dürft Wünsche äußern. Mach Scholz. Olaf Scholz? Guck mal, der Söder ist auch schon drin.
Es wäre eigentlich geil, wenn es so einen Marktplatz gäbe, wo man einfach schon so runterladen könnte, was andere gebaut haben, oder? Basiskopf, okay, das kann man eh gleich alles nochmal ändern. Kannst du eigentlich schon in die Optionseinstellungen nochmal. Ja, okay, nee, da lass mal. Wieso? Ja, für später die Frequenz nochmal anpassen vom Spiel. Achso, nee. Wieso? Ja, machen wir dann gleich in Game. Okay. Rasse, menschlicher Mensch. Ah, nee, männlicher Mensch. Menschlicher Mensch. Nee, das lassen wir alles so. Laufbahn. Kämpfer, Bogenschütze, Magier, Dieb. Ja, das ist natürlich jetzt die große Frage, was wir hier nehmen. Also Magier möchte ich fast ausschließen. So geil ich Magier immer finde in Spielen. Aber bei Dragon's Dogma irgendwie, ich weiß nicht. Da so irgendwie aus Distanz einfach nur irgendwelche Blitzstrahlen auf die Monster ballern. Ich habe tatsächlich im Vorfeld mir überlegt, ein Dieb zu machen könnte spannend sein oder ein Kämpfer. Also ich weiß nicht, Bogenschütze können aber auch geil sein, wenn man so die Pfeile pam, 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 pam. Vielleicht Bogenschütze geil? Ich habe immer Angst bei Bogenschützen, das ist immer schwer, da geile Sachen zu finden, die dann nicht wirklich als Bogenschütze besser machen. Sollen wir Voting machen? Nee, dann muss ich das ja machen, was sie sagen. Stimmt, Demokratie ist schön. Ja, bei solchen Sachen schon. Ich bin, ich glaube, ich nehme den Dieb. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist am schnetzelsten, oder? Dieb das oder Kämpfer? Das Laufband kann später geändert werden, schreibt Q-Mark im Chat. Was, man kann es später noch ändern? Ich mag ja generell auch immer die schnellen, ne? Also schnell Damage dealen und so rein. Zack, 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 zack. Deshalb mache ich jetzt mal Dieb. Tapferer Held 1. Achso, kann man sich's auch anhören? Das ist natürlich blöd, wenn man nicht hört. Ja, wenn ich X drücke, macht er nix, Leute. Es sei denn, er denkt, das ist X. Okay, das macht mehr Sinn. Kannst du es ein bisschen lauter machen bei mir, Nikola? Es ist sehr leise. Jo. Chat kann auch gerne mal schreiben, ob es für die passt. Es wird einfach immer nur höher, oder? Da kannst du ja fast schon Klavier mitspielen. Okay, die Klasse kann man jederzeit ändern, es werden die Primärstats aber mitgenommen. So, Name. Spitzname. Igel. Eclair, Eda, Edgar, Edward, Eduardo. Edmund. Alter. Like that look in your eyes. 'Tis queerly brazen for a pawn.
Most of your kind have eyes blank as a cadaver's. Mayhap 'tis only natural, seeing as how you rise from the dead. There's aught different about you, though. Could it be that you fear death just as we mortals do? Worry not, vessel. 3 days here, and you'll be longing for death's sweet embrace. Come along, you feckless dullards. Got anything to spare? Here to ask all of me, are you? Okay. Erwachen im Kerker. Alles klar. So, jetzt könnte ich vielleicht... Ist denn jetzt noch Taring da? Ja, oh ja, ich sehe es. Aber... Okay, bei mir... Ja, doch, so ein bisschen. So, was soll ich einstellen? Den Einstellungen unter Wiederholfrequenz, ja, bei Grafik. Und da Wiederholfrequenz auf 60 Hertz. Sonst noch was? V-Sync ist an, das passt. Bildqualität ist mittel, das passt. Kannst du halt mal die FPS anzeigen. Wir sollten vielleicht die Grasqualität hochschrauben, jetzt wo es legal ist. Lol. Okay, was? Ja, könntest du auch probieren, wie flüssig das läuft, da können wir eventuell noch was an der Bildqualität schrauben. Ist er? Bisschen Tearing ist immer noch da, glaube ich. Oh ja, ich sehe es gerade. Aber das liegt nicht am Spiel, da muss ich das Spiel in Schutz nehmen, weil das hatte ich jetzt bei Dark Souls 3 auch. Ja, Windowed Mode. Aber Nikola, woran liegt das? Das kann doch nicht sein. Ich verstehe es nicht. Das ist ja so nervig. Wieso? Bildwiederholrate kannst du noch fix machen, ja. Statt Variable auf 60. Rendering-Methode von Interlaced weg, können wir auch noch probieren. Das ändert alles nicht. Nope. Capture Card ist fix auf 60 eingestellt. Ja, probier's noch mit der Rendering-Methode, war es, glaube ich. Das könnte was? Zu Lags führen. Auch bei Grafik. Was? Rendering-Methode von Interlaced auf progressiv, genau. Und andernfalls müssen wir den Fenstermodus probieren, wenn das auch nicht geht. Ich sag's geht nicht. Das hat irgendwas, ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. V-Sync ist an, ja. Borderless Window, ja. Das hat auch funktioniert. Dann mach mal Alt-Enter und dann schieben wir das Bild zurecht. Oh, sieht gut aus. Nein, nein. Schade. Oder kannst du es einstellen im Hauptmenü, im Optionsmenü? Was? In Dot Mode? Ob es das auch zur Auswahl gibt. Dann sparen wir uns das bei Anzeige wahrscheinlich. Ja, vielleicht doch mal zurück auf Anzeige und da auf Anzeigen Ausgang. Dann kannst du wahrscheinlich nur den Monitor wählen, oder? Okay, gar nichts. Ja. Grafik. Anzeigemodus, da ist es, das zweite. Ja, genau. Auf Vollbild-Fenstermodus. Fensterloses Vollbild. Irgendwie sowas. Ah genau, randloses Fenster. Randloses Fenster. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Ja, jetzt müsste es aber gehen. Nee, wenn nicht. Ja, sieht gut aus. Also sieht besser aus, oder? Jetzt, na, bei mir ist es jetzt. Spielbar für dich. Für Chat mache ich alles. Also soll ich jetzt die anderen Einstellungen, dann kann ich ja dann wieder zurück machen. Kannst du mal nochmal V-Sync anmachen, eventuell. Wenn es geht. Und hier. Ja, stell sie hoch. Und hier. 144 Hertz. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich die Nvidia-Systemsteuerung, die übernimmt, wenn es im Fenstermodus ist. Okay. Sieht schon gut aus, ne? Also rein von der Beleuchtung, der Grafik. Oh, hier kann man rein. Kannst du einfach hier überall die Zellen aufmachen.
Vielleicht liegt hier irgendwo schon ein Drachenschwert rum. Ich kann übrigens nicht schnell laufen. Noch nicht. Nicht anschreien. Wir sind alle zivilisierte Menschen. Ja gut, ne, man kann ja so oder so davon ausgehen, dass ja noch Patches kommen. Do your injuries pain you? Pray, do not overexert yourself. This is no place for one of your ilk. Tis harsh beyond measure. Even we pawns are pushed to the brink. You ought not anger the overseer. Let us proceed to the site. Okay, ist das mein Buddy jetzt? So, jetzt kann ich hier schon... Grüße. Speak to me another time. I'm on duty. 'Twould be unwise to disobey. The overseer will show you no mercy. Rein. Okay. May help I'll treat myself to a tickle before bed. No one's coming to my rescue. Time for you to get to work. Erwachen im Körper. Hebe einen Felsen auf. Hier so einen großen, ne? To work. Then you all begin by carrying stones out from the station in the back and bringing them here. Lass nämlich gleich hier schuften. Aber ich kann nicht aufheben. Wie hebe ich denn auf? Ja, Leute, ich komme nicht weiter in dem Spiel, ne? Müssen wir doch was anderes zocken. Achso, ich soll die von da hinten holen, oder was? Laterne anzünden, LB und... Ich dachte, ich soll die hier hinbringen. Jetzt geht's, okay. War ganz schön stark. Uah. The vicinity is quite cluttered. Pray leap over all that post. Und wo soll ich die hinbringen? Springen. Ach guck mal, der kann sogar mit. Mach ich's richtig? Hier zu ihm oder was? Do not test me. Wo? Aber es wurde nicht gesagt, wohin ich die bringen soll, oder? Whee. Gib mir den, gib mir den, gib mir den. Aha.
das Gefühl, vielleicht könnte ich auch einfach jetzt hier abhauen. Nee. Aber eigentlich ganz geil, dass es nicht markiert ist, wo man es hinbringen muss. Okay, man hat ja hier diesen gelben auf dem Radar, ich weiß nicht, ob ihr es seht, diesen gelben Kreis. Wahrscheinlich ist das schon irgendwo innerhalb dieses gelben Bereichs oder so. Aber not sure. Ja gut. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig mache. Vielleicht hier? Ja, was ist denn jetzt? Get to work, you rotten layabout. If that's not clear enough for you, ask the other vessels what to do. Frag die anderen Gefäße. I'm sure you'll feel right at home in here. You are prepared to work. Then you ought begin by carrying stones out from this. Ja, aber habe ich ja gemacht hier. So, hier. A job well done. Now the next step is to. What is this commotion? Perhaps we ought to investigate. Get to work, you rotten layer. Irgendwas ist passiert. Oh mein Gott. Eine Medusa! Waffen! Get me out of here! Now! Da sind sie. Doch die Dolche. Okay! Schnitzen! Swift strikes are Thief's greatest weapon. Watch for an open. Woohoo! Pam, 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 pam. Schnitzel. Schnitzel. Schnitzi, Schnitz. Oh! Schnitzel. Snack, 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 snack. Flinkschritt. Flinkschnitt. Flinkschritt. Achso. Okay. Dann muss ich, glaube ich, die Steuerung aber nochmal Dark Soul-ig anpassen. Ergreife Objekte und werf. Wirf sie. Welches Objekt? Hier. Stein. When delivering targets. Bam! Denn wir alle wissen, die Schwäche von Medusa ist Stein. You have lost your memories.
Lord. You need only believe in your own destiny, Arisa. Escaped. Vermaledeite Kreatur. Oh, you! Get back here! Quickly! This way, Arisen! Come this way. Let das us ist auch so Montessori's Speech. Vermaledeit. In der Montessori-Kita. Halt! Halt, I say! Hey, irgendwas hat mich... No one could survive a fall from this height. Not even a pawn. What the? Oh, a harp? Is this a harp here? Don't just stand there! Shoot it down! Greif, das macht mehr Sinn. Okay, Luke. Das ist ein Familienoberhauptvogel, so nehme ich. Fuchur. Kurz geflext, dann weiter. Das sieht schon schön aus, Leute. Come on. Können, meine ich. Hätte er sehen kommen können. Hätte kommen. Ihr wisst schon mal. Ey, zocke ich überhaupt Dragon's Dogma 2? Da stand gerade nur Dragon's Dogma. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtige Spiel geladen habe. Da im Hintergrund, das ist die Kolonie, wo ich gerade noch gearbeitet habe. Oh nein, da ist der tote Greif. Autsch. Autsch. Great, keep your distance, Arisen. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Blutbad. Der ist erstaunlich cool damit, dass er gerade von blutigen Kraken gefressen wird. A
Don't mind me, my friend. We will see us again. I'm just devoured by this creature. Was it you then? The one who was riding on its back? It is a wonder you survived. Accompany me to the stronghold. We'll treat your wounds and hear your story. Ultramarinblauer Wasserfall. A single bolt from a ballista. And well aimed at that. Must be one of Ser Lynette's from out of Melv. Kann ich den looten? Oder carven? Also das sind auf jeden Fall 60 Frames. Mindestens. Das kann ich schon mal sagen. Kannst du natürlich noch ein bisschen höher einstellen, wenn du willst. Warte mal, ich möchte mal gucken, ob ich steuerungstechnisch mich ein bisschen verändern kann. Ja, ich kann nämlich machen, wie ich will. Weil ich finde, leichter Angriff, starker Angriff. Okay, das geht noch, aber wo war denn Ausweichen? Warum kann man Ausweichen nicht? Vasallenbefehl gibt es gar nicht hier. Ausweichen? Komisch. RB, hier. Ist das das? Laufbahnaktion? Laufbahnaktion. Hä? Egal, da lasse ich es vielleicht erstmal so. Muss ich mich nur ein bisschen dran gewöhnen. Ah, hier können wir uns auch mal übrigens mit den Menüs kurz mal beschäftigen. Aber so eine richtige, kann man diese Map noch... Karte, ach da, ja, okay. Müssen wir gleich machen. Hier oder was? Ah. Okay. Das mit dem Ausweichen scheint wohl eine Spezialaktion zu sein für den Dieb. Ja, okay. Wir können nicht noch weiter rauszoomen. Ist die Frage, ist das die gesamte Welt oder ist das nur ein Teil? Naja. So, warte, ich will nochmal ins Menü. Karte. Also, das hatten wir gerade. Aufträge. Der Beginn eines Epos. Okay. Ausrüstung. Hier sehen wir Stärke 95, Magie 30, Klingenstärke 100, Schlagstärke 0. Elegante Dolche, die überall getragen werden. Leicht und einfach zu nutzen. Passen in jede Hand. Die Laterne ist schon sehr präsent davon. Es würde mich stören. ...1,87 Kilo. I wish. Okay, Stärke. Laufbahn. Dieb. Rang 1. 400 DP. Waffenfertigkeit. Beißender Wind. Diebe sind die wirbelnden Dolche des Schlachtfelds. Zu schnell für das Auge. Mit ihrer Geschwindigkeit und Agilität durchbrechen sie die Abwehr des Gegners. Schnitzen. Luftspalter klingt auch nicht schlecht. Aktuelle Disziplin. Achso, hier können wir dann später quasi... Können wir dann ändern. Chronik. Okay, Fotomodus. Gut. So. Mimik.
Kann man ins Wasser rein? Oder ist man tot? Schwächung. Schwächung sind negative Status mit Effekten. Wie dem regelmäßigen Zufügen von Schaden oder dem Verwundbarmachen für bestimmte Angriffe. Sie sind nicht auf dich oder deine, sondern können auch Feinden zugefügt werden, was große Vorteile im Kampf bringt. Ziehe den Eintrag jeder Schwächung zu Rate um mehr Informationen. Ach ja, da sind ja die Laken. Sei vorsichtig, am Rande des Wassers. Die Laken lauern in tiefen Gewässern, Flüssen, Seen und dem Meer und verschlingen augenblicklich alles und jeden, der in ihre Mitte wartet. Falls dieses Schicksal den Erweckten ereilt, wird er sofort wiederbelebt. Doch er ist die Ausnahme. Vasallen sind verloren, andere Leben finden einen sofortigen Tod. Nassen Tod. Okay. So kann man auch dafür sorgen, dass man nicht schwimmt. Where exactly is this jail you say you escaped from? I've never heard of such a place. There's certainly not like that here in Burma. Could it be you were held in the neighboring country of Batal? Nay, I suppose that's unlikely. We've been estranged from Batal ever since the war. It is difficult to imagine any citizen of Burma being sent there. Where are you going? Oh, lass mich doch mal. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Oh. Fie! Goblins! Let's take up your weapons, sir. You'll be need. If you find your strength flagging, imbibe a curative or have a bit of green warish. When one of the fiends comes for you, best guard or dodge, else you'll be sore on the morrow. Stark von mir. Ah, es gibt kein Lock-on, ne? Das ist ein bisschen ungewohnt auf jeden Fall. Gerade wenn die hier so hin und her springt. Random attacks are more destructive, but will leave you vulnerable. So seize your chance to land one the moment the enemy flinches. There are oft items to be scavenged from the bodies of monsters and their ilk. If you're not squeamish about picking at their bone. Loot. Ein Apfel. I've not, and I count that a. Was ist das? Das ist nix. Das ist nix. Gegner zurückweicht, kannst du ihn hochheben. Es gibt gar keine Blockentaste, fällt mir gerade mal so auf. Oh! Ey, ey, ey! Du kommst mit, du kleiner Rotzlöffel. Ja, das finde ich schon ganz geil. So, Grundhaltung. Left. Ah, okay. Waffenfertigkeit. Arzneitrank. Er fragt, ob du nicht noch ein bisschen die Qualität hochstellen kannst bei der Grafik. Die ist schon ganz oben, glaube ich. Echt? Ist sie schon, Max? Ich meine schon. Es sieht ein bisschen milchig aus, habe ich das Gefühl. Ist auf Mittel aktuell, oder? Bildqualität. Wo? Ich kann es noch ein bisschen hochdrehen. Unten dieser Regler. Noch ein Stück? Da.
So. Sieht gut aus. Er sagt mir, was ich auch machen soll. Super Resolution. Nee, das brauchst du nicht. Dynamische Bildschirmauflösung. Ja, passt. Flash-Qualität kannst du noch hochstellen. Texturfilter. Grasqualität, immer noch niedrig. Welche? Die Mesh-Qualität kannst du noch hochstellen. Mesh? Ja. Wo siehst du das? Da, wo du gerade drüber bist. Halt da. Ja, und noch das Gras. Aber was ist hier mit Texturfilter? Könnte ich noch auf an-ISO 8-fach? Ja. Da macht ja kaum Unterschied, oder? Texturqualität? Auch hoch. Schau mal, was dann passiert. Ja, hoch. Ja, 94 muss man auch ausnutzen, ne? Objektzeichnung. Genau. Das ist das Volumen, Streuung, Bewegungsqualität hoch. So, ich glaube, mehr geht nicht. Perfekt. Schau mal, ob das stabil läuft. Hier ist alles hoch. Oh, mehr geht nicht. Schatten geht höher, echt? Ist schon auf hoch. Geht's noch höher? Ah, maximal geht noch. Ist auch frech, dass es eine vierte Option gibt. Das sieht man nicht. Ja, aber auch nur bei manchen. Ja, genau, das ist gemein. Texturfilter geht anscheinend auch nochmal hoch. Hä? Texturfilter geht wohl auch noch ein Stück hoch. Nee, doch. Okay. Okay. Mesh-Qualität. So, jetzt haben wir alles. Der pneumatische Aal mit 10 Subs. Sehr geil. Geil, pneumatischer Aal, dankeschön. Ich glaube, wir haben zwei neue YouTube-Mitglieder. Luki, Kara und Ralf. Auch cool. Super cool. Aber jetzt ist nicht mehr 60 Frames, glaube ich. Nee, glaube ich auch nicht. Kannst du dir mal über Steam einblenden lassen, die FPS. Wie mache ich das? Shift, Tab und dann, ach, Zahnrad schon wieder ausgeblendet, das ist ja verrückt. Ach nee, dann probierst du mal über Nvidia mit Alt wieder zu und Alt Z. Und da auf Leistung. Und da ein paar mal nach rechts drücken. Ja, 60, ja, es kratzt an den 60. Ich glaube, du kannst nebenbei spielen. Können wir ein bisschen mal gucken. Where are you going? I'll not force you to receive treatment, but ich will aber 60. Dann probierst du mal DLSS. Hä? DLSS kannst du noch probieren, aber dann wird's wahrscheinlich ein bisschen unscharf. Aber warte mal, wir können doch. Was hat denn jetzt hier so viel Stress? Natürlich runterstellen, das geht auch. Wir können ja die anisotropische. Machen wir mal auf 8-fach. Schattenqualität hoch. Machen wir das mal. Kannst du auch dauerhaft einblenden, die FPS. Das geht auch. Also, ganz klein. Wo? Oh. Wie? Wenn du zurückgehst im Nvidia Over... Oh Gott. Egal. Where do you think you're going? You can't just run off now. Müssen wir noch ein bisschen runterstellen. Ich will 60. Was können wir noch machen? Ja, probier's mal mit DLSS. Dafür ist es ja da. Welches? Dynamische Bildauflösung ist es, oder? Chat? Hier ist doch DLSS. Ja, das ist die Super Resolution. Für 30 Frames muss man 2,99 Euro zahlen. Okay, dann aktivieren wir mal DLSS Super Resolution und Low Latency. Ja, dann sollte er die Auf Leistung, genau. Probieren wir auf Leistung.
Dann. Schön auf Leistung. Das sieht gut aus. Gucken wir mal. Wenn du auf das Zahnrad klickst, dann kannst du es aber auch einblenden, die FPS. Musst du nicht die ganze Zeit das Overlay aufmachen. Hm. Das droppt ein paar Mal. Das sieht doch ganz gut aus, das hält er doch ganz gut. So, spielen wir jetzt. Ich will spielen. Okay, DLS-Qualität musst du einstellen. Okay. Den nehme ich mit als Andenken. Nicht mehr ganz so scharf aus, habe ich jetzt das Gefühl. We pawns have long awaited your arrival. Ja, DLSS hat ein paar Nebenwirkungen. What is this? Pawns. They bend the knee to you so readily, but then. No. Surely you cannot be the Arisen. You seek the Rift Stone. Do you not? Hat die nicht unseren Greifen abgeballert? Pray. Oder war das come eine andere? Before you stands a Rift Stone. Tis a gate by which we of the Pawn Legion may cross o'er into this world. Pray, summon your pawn. Simply paint with your mind's eye the loyal attendant whom you would have serve you. So. Da haben wir Lars. Wesensart. Neugierig und abenteuerlustig, Vasallen von der ehrlichsten Art, liebt das Erforschen und Sammeln von Gegenständen. Larry. Larry Lars. Larry finde ich gut. Pawns are travelers of not only this world, but myriad others with which we can connect. As your loyal pawn, my duty is to accompany you and use what I learn in these other realms to aid you on your journey. I shall be with you every step of the way, and I hope to put my knowledge and experiences to good use on your behalf. Well, gut, die Stimme. A pawn summoning before my very eyes. You truly are the Arisen, then. Surely there's only meant to be one Arisen. The Watchhead would know what to do, I'm sure. Though, as luck would have it, he's away. I suppose we'll save any further questions till the Watchhead returns. You're free to do as you like afore then. Vielleicht hat irgendjemand mal ein paar Schuhe? What? You've no memories, you say? Mayhap you could make for Melv, then. Was set upon by the dragon not long ago. The Arisen is said to bear some deep connection to the dragon. Should you be arisen, mayhap you'll recall aught of import there.
Außenposten der Grenzwache. Nördliches Lager der Grenzwache. Okay. Riftsteine. Durch das Bewohnern kannst du zu der Brücke zwischen den Welten reisen, die viele Vasallen bei ihrer Reise jenseits des Rifts. Das ermöglicht dir, Vasallen zu beschwören, die deinen Spezifikationen entsprechen. Diese Vasallen steigen jedoch nicht in der Stufe auf, während sie dich begleiten. Daher wirst du regelmäßig neue Hilfsvasallen anheuern müssen. Hail, Arisen. Pray, ask all you wish to know. I shall answer, if 'tis within my power to do so. Nomads, we are oft called. Born in other worlds, we travel here by means of the Rift Stones that we might aid you, Arisen. However, I cannot speak as to our true nature, for I know of it not. None of us do. We do not need to. Rift Stones are gates that connect this world to a multitude of others. By their power have we crossed into this world, and when our mission is done, by their power shall we return to our own. 'Tis the name given to fate's chosen. Those destined to command the Pawn Legion and safeguard the world from the threat of the dragon. Even with your memories lost to you, I am afraid you cannot escape your fate. Very well. May fortune speed you on your... 120R? Ist das die Währung? Habe ich gerade Geld gekriegt oder was ist 120R? Okay, eine Sache sollst du noch einstellen und dann ist der Chat auch ruhig. Und zwar DLSS auf Qualität stellen. Maximale Qualität gibt es, glaube ich, sogar. Ne, hier, warte. Dann soll es nicht mehr so verwaschen aussehen. Wo war es? Hier. Ja. Gute Qualität? Originals. Höchste würde ich probieren. Höchste? Ja. Aber ihr habt doch gerade gesagt Qualität. Was ändert sich denn beim Grafikspeicher, wenn du das umstellst? Hier ist 8,04, aus ist 9,7. Gute Qualität. Gute Qualität. Bisschen komisch formuliert. Okay. Man kann natürlich auch die Bildrate festlegen, ne? Ich weiß nicht, ob das was bringt. Sieht jetzt viel besser aus. I have a knack for gathering items, and am ever on the hunt for new finds. I'll gladly try out any useful mechanisms I espy. Ich müsste die Stimme ändern. Kann ich die noch ändern? Wahrscheinlich nicht, ne? Vielleicht für 1,99. Ja, okay, jetzt ist aber langsam mal gut mit dem Joke. Sorry. Wie viele Vasallen kann ich hier überhaupt mitnehmen? Iris. Drei? Schon direkt von Anfang an, dann kann ich ja noch welche mitnehmen hier. Bay. Ah, 396R? Was ist dieses R? Rift Energy oder sowas. So, Lars ist Zauberer, ne? Lars ist ja so gut. Aber wo ist Florentin? Warum kriege ich meinen Flori nicht? Okay, Stufe 9, das sind quasi die Vasallenkosten oder was? Riftstone-Kosten, schätze ich mal. Weil sie ist hier Level 5 und kostet 117. Very well. I shall lend you my aid. You do seem to be in need of it. Eigenheiten gradlinig spezialisieren. Belohnung Lazarus Steinsplitter.
Hey, laut Chat kannst du nur einen eigenen Vasall mitnehmen. Die anderen beiden werden von Capcom quasi gestellt. Ah, okay. Ah, da unten sieht man übrigens die Vasallen-ID. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, was die bringt. Endlich muss noch ein Workshop rein, wo die ganzen Vasallen sind. Oh, good. I see the Arisen's fans. Vasallenaufträge. Vasallenaufträge sind Aufgaben, die dein Hauptvasall jenseits des Rifts erfüllt. Du legst die Aufgabe fest und eine Belohnung für den Erweckten, der deinen Hauptvasall anheuert, die er bei Abschluss der Aufgabe erhält. Vasallenaufträge bieten gute Gelegenheiten, Gegenstände und Vasallenabzeichen zu erhalten. Da solltest du dich bemühen, dass dein Vasall möglichst oft angeheuert wird. Wenn du eine Belohnung für den anheuernden Erweckten festlegst, kannst du entweder bestimmte Gegenstände oder eine Goldsumme benennen. Gegenstände werden aus deinem Inventar entfernt, Gold wird von deinem Vermögen abgezogen. Außerdem kannst du mit den anderen Erweckten handeln, indem du die Beschaffung von Gegenständen, die du haben möchtest, als Ziel des Vasallen aufnimmst. Okay, scheint doch eine Art Multiplayer zu geben, weil die Leute können deinen Vasallen nehmen. Oder du bekommst dann Sachen dafür. As I understand it, it is boorish to speak when you've naught to say. Okay. So, wo habe ich jetzt diese Vasallen-Quests? Aber kann ich die gar nicht ausrüsten, die Vasallen? Ach. Okay. Aufträge. Hä? Wo waren denn jetzt diese Vasallenaufträge? Hier sind sie nicht. Hier auch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht hier? Vasallenabzeichen. Vasallen erhalten Abzeichen als Zeichen ihres gesammelten Wissens und ihrer Kompetenz, ob für ihre Kampffertigkeiten oder Erkundungserfahrung. Vasallen mit Abzeichen sind nützlicher für den Erweckten in Wort und Tat. Monsterabzeichen werden Vasallen verliehen, die eine gewisse Anzahl an Monstern von einem bestimmten Typ besiegt haben. Solche Vasallen sind so bewandert im Umgang mit der besagten Kreatur, dass sie die beste Art, sie zu besiegen, kennen und den Erweckten nützlichen Rat anbieten. Feldabzeichen werden an Vasallen vergeben, die ausreichend oft in einer bestimmten Region kampiert haben. Wenn du dich in besagten Regionen auf ein Abenteuer begibst, wird der Vasall ein bisschen über die Gegend im Detail nützlichen Rat anbieten. Ah, hier sind die Vasallenaufträge. Reist einen Tag und eine Nacht lang gemeinsam. Belohnung. Also die Belohnung erhalte ich. Ich dachte, ich muss den bezahlen. Nee, ich bekomme dafür diesen Vasallen-ID. Bewertung, Eigenheiten. Auftragsrelevantes Wissen. Okay, 100. Danke. Was ist jetzt? Secret Weapon? Hä, wo bin ich denn jetzt gelandet? Das ist ein Steam-Profil. Aber warum? Hast du den Namen angeklickt von irgendwem? Hä? Was habe ich gemacht? Ich habe hier drauf gedrückt. Auftragsrelevantes Wissen. Okay.
Okay. Lol. Okay. Das ist quasi der Ersteller dieses Vasallen, verstehe. Okay, wir machen mal weiter. So. Was gibt's hier für mich? Wo ist das geile Loot? Die Folge läuft noch ein bisschen, oder? Ja. Wieso? Warum? Alles gut. Will nur wissen. Wo ist der geile Scheiß für mich? Was ist hier? Hier. Setzen. I'd hasten home, were this not my duty. Einnicken. Stark. You'll have to excuse me. I have a job to attend to. Ja, ja, man sieht, du hast richtig viel zu tun gerade. Ingredients are plentiful here. Du kannst dich nicht automatisch auf gespeicherte Daten verlassen, um deinen Fortschritt in dieser Welt zu sichern. Es wird empfohlen, dass du dich regelmäßig in Gasthäusern ausruhst, wenn du die Verlässlichkeit deiner Speicherstände sicherstellen möchtest. I say, we collect as much as we can carry. I've got wares of every ilk. Okay, Lampenöl. Ach, die Laterne verbraucht auch noch Lampenöl. Mhm. Bescheidene Lagerausstattung. Ausstattung, um an geeigneten Orten ein Lager aufzuschlagen. Preiswert und leicht. Preiswert kann man drüber streiten. Kann bei Angriffen von Monstern aber schnell zusammenbrechen. Harpienlockendes Rauchzeichen. Komm. Strömen Harpien vorbei. 3000 Gs. Ring des Erwachens. Ein von Macht erfüllter Ring erhöht ein klein wenig das maximale Gewicht der Ausrüstung, das der Träger stemmen kann. It isn't an easy life, but I enjoy the travel. Hope to see you again ere long. Nothing caught your eye? That's a shame. Let's hope there's aught worth our coin next time. Hoy there. You seem well tired. Tell you what, you can stay here tonight free of charge. I'll expect coin from tomorrow, mind. My pa always used to say, there's naught a good night's sleep can't fix. Not much else I. Being armed is better than being defenseless, even if you're untrained. Still, you should stop by the inn in Melv if you get the chance. No hard feelings if you... Die Übernachtung in einem Gasthaus stellt die Gesundheit und Ausdauer der Truppe vollständig wieder her. Außerdem wird die Verlustleiste wiederhergestellt, die die Verringerung der Gesundheit bei Schaden anzeigt. Du kannst zudem wählen, ob du morgens oder nachts aufstehen willst, je nachdem, zu welcher Zeit du aufbrechen musst. Übernachte hier regelmäßig, um Risiken auf weiten Reisen zu minimieren. Prefer it. They've much more to offer. There are worse things than turning in early, I must say. Newfound strength courses through you. It's good to see. They do say good things come to those who wait. Das ist ja... Lars-Erik steigt auf einfach nur durch Schlafen. Begib dich nach Melf. Okay. Look, Master. A treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Fancy a gander? I find goods for sale. Oha, jetzt wird's interessant. Was haben wir hier? Schlichte Dolche habe ich doch schon. Ich brauche geileren Scheiß. Feenklinge. Wanderkapuze. Wachenbundhaube. Magische Abwehr. Ich habe gar nicht genug Geld. Hä, wo kommt eigentlich die Kohle gerade her? 1300 G? Eben hatte ich doch nur irgendwie 700 oder so. Das sieht auch raus. Gefärbte Stoffmaske.
Fußsoldat Harnisch. Kettenpanzer, Banditenweste. Erkundungsstiefel. Waldstiefel. Pilgerbeinkleider. Okay, was haben wir hier? 48. 41. 52, 36. 48, 41 würde ich nehmen, oder? So, was haben wir noch? Waffen bringen mir nichts, glaube ich. Wir können noch gucken, ob wir Kapuze des Flehenden. Warum wird die hier gar nicht angezeigt? Achso, die kann ich gar nicht benutzen. Ich finde, das würde ja eigentlich passen zu meinem Dieb. 45, 33. Always a pleasure. Wann habe ich jetzt die Schuhe angezogen? Ach, ich kann die gar nicht anziehen. Hä, wieso kann ich die nicht anziehen? Habe ich ja mal wieder Crap gekauft. Chat, wieso habt ihr nichts gesagt? I enjoy tackling fierce foes and prefer combat thrills to gathering items. I am confident and may act independently. Let us work together to honor the Arisen's trust. Komm halt mit. Fancy a gander? Kann ich die Schuhe umtauschen? Die passen nicht. Da hätte ich auch mal drauf achten können. Hier, was passt denn überhaupt? Erkundungsstiefel 48, 35 oder Waldstiefel 51, 37. Dann nehmen wir die Waldstiefel halt. So. Much obliged. Das geht doch schon besser. Guck mal. Das sieht ja schon besser aus. Heyo. You a soldier? Twould be a surprise to see you arrive in one piece, if not. Hordes of monsters have been plaguing this area of late, you see. We've had to start sending out new recruits to cull them. Is that so? Who went yonder? Lachlan. But I dare say he'll fare all right. Aye, I expect he will. Accardo. To be honest, sir, I'm a little worried for him. What? Weren't harpies reported in that area? This is the first I'm hearing of it. Fie! I want to go to his aid, but say, you seem stout of heart. Would you be willing to go in our stead? Tisn't far. Only a short ways out from the main. Klar, Quest. Anacardos as well. Einen vorrangigen Auftrag festlegen. Du kannst aus deinem angenommenen Auftrag einen auswählen, um ihn zu priorisieren. Wenn das Auftragsziel bekannt ist, wird ein Marker auf deiner Karte platziert. Falls du einen Vasallen in deiner Gruppe hast, der Wissen über den Auftrag besitzt, kann er dich zu deinem Ziel führen. Jedoch bieten Vasallen mit solchen Kenntnissen nicht ihre Hilfe an. Es sei denn, der Auftrag wurde als Priorität festgelegt. Manche Aufträge werden durch das Fortschreiten der Zeit beeinflusst und gehen auch ohne Beteiligung des Erweckten weiter. Mehrere Aufträge auf einmal anzunehmen, birgt das Risiko, nicht rechtzeitig agieren zu können, und das kann in unbeabsichtigten Konsequenzen resultieren. Versuche, den Zeitfaktor im Hinterkopf zu behalten, wenn du deine aktuellen Aufträge führst. Hilf Accardo, Torturen. Habe ich den jetzt als Auftrag? Ne, hier. Hilf.
priorisieren. X. Habe ich jetzt priorisiert? Ah, okay. Ich denke, ah ja, das ist ja immer Xbox-Pad. Okay. Jetzt habe ich ihn priorisiert. Okay. If you can weather a harpy assault unaided, shall we hasten to Sir Ricardo's rescue? I know where that person can be found, Master. This way. Well now, isn't this lucky? Someone who knows the way. So irritierend diese Stimme von Lars. Vasallenbefehle. Es gibt 4 Befehle, mit denen der Erweckte seine Vasallen anweisen kann und ihre Effekte variieren je nach den Umständen, in denen sie verwendet werden, wie im Kampf und außerhalb. Der beste Weg, um sich an jeden Befehl zu gewöhnen, ist die Reaktion und das Handeln deines Vasallen in verschiedenen Situationen zu beobachten. Los weist Vasallen an, unabhängig von dir zu handeln. Während eines Kampfes befiehlt es Vasallen, über das Schlachtfeld auszuschwärmen. Es kann auch benutzt werden, um Hilfe beim Ausführen von Aktionen oder der oder die Führung zu einem Ort zu erbitten. Zu mir weist Vasallen an, sich dir zu nähern. Während eines Kampfes befiehlt es Vasallen, an deiner Seite zu kämpfen. Halt weist Vasallen an, dort zu bleiben, wo sie sind, bis sie neue Befehle erhalten. Während eines Kampfes weist es Vasallen an, den Angriff abzubrechen und sich darauf zu konzentrieren, dich indirekt zu unterstützen. Also ISO-Play quasi. Hilfe weist Vasallen an, Unterstützung, Heilung und Wiederherstellung zu priorisieren. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Schon wieder vergessen, welche Taste es war. Too fast for you. So, einfach nur Steuerkreuz. Ja, Mann. Ourselves a pat on the back. No doubt this triumph will spur us into the next. Okay, da hab ich Bock drauf. Nice. Wo ist er hin? Da. Ah! Okay. Caution would be wise, but we ought not let it halt us in our course. Das ist noch eine Angewohnheit von mir, die ich habe, weil ich Gefangener war. Verlust und Wiederbelebung von Vasallen. Vasallen werden bewegungsunfähig, wenn ihre Gesundheit auf Null sinkt und können sie nicht ohne Hilfe von der Stelle, an der sie gefallen sind, rühren. Wenn du deinen Vasallen über längere Zeit in unbeweglichem Zustand verbleiben lässt, ist er verloren und wird aus der Gruppe entfernt. Der Erweckte kann versuchen, einen Vasallen wiederzubeleben, indem er sich ihm nähert und ihn berührt. Wenn mehrere Vasallen in der Nähe bewegungsunfähig sind, kann der Erweckte sich gleichzeitig die maximale Gesundheit eines wiederbelebten Vasallen entspricht der verbleibenden Gesundheit des Erweckten. Da ist ja schon einer tot. Aua. Berühre dich. Daniela. That was thrilling. I did not know I could feel so alive. Kobolthorn. Nix. Tis no more or less than what one might have expected. We'll find a use for it, I'm sure.
you can weather a harpy assault unaided, shall we hasten to Sir Ricardo's rescue? Yes. Person of import, I take it. Very well. I will lead the way. Well now, isn't this lucky? Someone who knows the way. Who's it in? Okay. Dann zeig mal, wo es lang geht. Oh, wer ist das? Could you come over here? Man kann klettern? Ja, man kann klettern. Oder wer noch? Ich finde das ganz angenehm, dass die sich um die Gegner kümmern, während ich loote. Little does our foe realize how narrowly they escaped death's touch. Kupfererz. Bestchen out. Ja, nix. Sammel. Oh, da sind Harpien. I can tell. Huh. Komm ich gar nicht an die ran, oder? Da, jetzt. Reifer Apfel. So wie ich das sehe, gibt es auch kein Stamina. Ne? Das ist total ungewohnt. Guck mal, ich kann hier einfach hauen, solange ich will. Ein Hase. Das Problem hatte ich eben aber auch. Laufbahnrang, Aufstieg. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Ja, der Chat meint, an der Farbe ist etwas falsch eingestellt bei dir. Ja, ne? Aber wieso? Wo? Vielleicht kannst du da mal nachgucken, ob du da irgendwas umstellen kannst. Ich habe auch das Gefühl, es sieht so milchig aus irgendwie. Ich dachte, es liegt an der Resident Evil Engine, weil es ja darüber läuft, aber scheint wohl irgendwo einstellbar zu sein. Aber wo? Das ist die große Frage. Wenn es jemand aus dem Chat weiß, bitte gleich maximale Helligkeit höher und die minimale niedriger. Okay. Da. Ah. Die minimale? Niedrige. Ich würde es mir in der Mitte lassen. Okay. We could pick some now. Besser? And use them when the need arises. Achtung, Hase. Psst. Komm her.
Lol, jetzt habe ich ihn. Hartknolle. Kaninchenfell. Is that all of them? You have my thanks. I do not believe for a moment I could have slain those creatures without your help. I've only just enlisted, and when I thought this could be the end of me, I was paralyzed. You saved me this time, but I won't always be so fortunate. Well, I'd best be heading back, but I'll be sure to let my superiors know of your good deed. I suppose we'll be wanting to report back now. Ach, das war's schon. Das war die Quest. Das war die Quest schon. Das ist hier Stein. We're going this way now, I suppose. By your will. The Arisen is capricious indeed. But don't despair. We shall count upon your guidance when the time comes. Ah, doch, wir haben Stamina. Guck mal, da unten der Balken, wenn ich renne. I seem to recall there being a treasure chest in this area when I explored it in other worlds. Shall I lead the way? Yes. Ja, wo ist die Treasure Chest? Die Treasure Trashed. Treasure Chest. Perhaps this will seem of little consequence, but some masters. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, I shall follow your lead and prioritize support. Nein, danke. Wir sind voll. Du bist zu teuer. Ja, ja, wir kommen ja schon. So, we finally. Hail, friend. Many thanks for aiding Ocado. T'was a relief to see him return, and none the worse for wear. Aye, that it was. The poor sod might not have made it back alive had you not intervened. T'was a bit too early for him to be seeing actual combat. We'll be extending his training period. The instructors here are well known for whipping recruits into shape with their grueling regimes. Ha! Speaking of training regimes, I must admit I've half a mind to ask you to join us. We could use some. Lampenöl und 1000 G. Juhu. Okay, jetzt muss ich aber trotzdem noch mal gucken, was ist hier mit dieser Laufbahn auf sich. Okay, ich bin jetzt Rang 2 Dieb. Aber was genau hat mir das denn jetzt gebracht? Bringt mir das neue Fähigkeiten dann? Das Ausweichen ist bei dir jetzt... Als nee, das hatte ich vorher schon. Achso, du meinst, was sich verbessert hat. Ja, dadurch, dass ich jetzt Rang 2 bin. Aber irgendwie hat sich da nicht so richtig was verändert, habe ich das Gefühl. Ich kann ja auch gar nichts auswählen. Fähigkeiten lernst du in der Taverne. Vielleicht sollte ich nochmal sagen. Ist das eine Taverne? This ladder can take us to new heights. Das ist keine Taverne. Perhaps new discoveries await us above. Im nächsten Gebiet, schreibt der Chat. So, wir machen jetzt wieder die Standard-Quest, ne? Aufträge. Genau, das E. Achso, ist eine Taverne gewesen, das Zelt. Okay. Das ist eine Taverne? Okay. Erholungsraum. I've beds to spare, if you're looking for lodgings. Rasten kostet 1000? Wow, Laufbahngilde. Laufbahn wechseln, Fertigkeiten erhalten. Laufbahn ändern. Hast du eine Laufbahn freigeschaltet? Laufbahn freizuschalten, erfordert Disziplin, die gesammelt wird.
Jede Laufbahn trainiert unterschiedliche Fertigkeiten und du kannst neue Fertigkeiten lernen, wenn dein Rang innerhalb deiner Laufbahn ansteigt. Da haben wir es doch. Von einer derzeitigen Laufbahn auswählen können. Fähigkeiten werden mit Hilfe von Disziplin erhalten und sind von dem Moment aktiv, indem sie ausgerüstet werden. Du kannst bis zu 6 Fähigkeiten auf einmal ausrüsten. Je höher dein Laufbahnrang, umso mehr Fähigkeiten sind verfügbar. Aha. Wir haben 400 DP. Führt die Dolche zu... Okay. Schattenmantel. Erlaubt Verschmelzen mit der Umgebung, sodass Gegner den Anwender weniger leicht entdecken. Weniger aktiv bei Angriffen oder Sprinten. Der Einsatz erhöht den Ausdauerverbrauch. Helmspalter. Du springst und wirbelst mit gezückter Klinge durch die Luft. Mächtiger, wenn von erhöhter Position aus eingesetzt. Auch in der Luft einsetzbar. Pulverangriff. Platziert ein Bombenfass. Auf den Rücken des Gegners. Das ist auch interessant. Das klingt gut, entzündende Klingen. Und Schattenmantel weiß ich noch nicht, ob ich da nicht lieber sparen soll. Ich weiß nicht, ob ich das benutzen werde. Obwohl, für einen Dieb ja eigentlich nicht schlecht. Komm. Ach, ich teile mir die mit den anderen. Nee, warte. Kernfähigkeiten gibt es auch noch. Ja, da hätte ich vielleicht erstmal gucken. Ah, okay, das war dumm. Das war natürlich dumm. Das habe ich zu spät gesehen. Und hier kann ich mir dann die anderen Klassen freischalten. Das finde ich ganz nice. Da kann ich dann sozusagen einen Mix machen. Cool, cool, cool. Scharlachroter Kuss entfesselt einen Wirbel. Kontrollierter Fall. Das ist sicherlich auch nicht so schlecht. Raffinesse. Lars Erik hat auch 286. Beschwört eine Ansammlung magischer Energie, die bis zu 3 Angriffe von Zielen blockiert. Die Ansammlung verschwindet. Nein, ja. Gunst des Feuers verzaubert die Waffe des Zaubernden. Oder trifft den Gegner mit Blitzen. Kann zusätzliche Blitze durch den Verbrauch von Ausdauer erzeugen. Das sieht nice aus. Fokussierter Blitz schießt eine kondensierte magische Explosion ab, die je nach aktivem Zauber... Muss ich die dann für ihn zaubern oder zaubert er die alleine? Ich mach mal hier Blitzregen, komm. Do come again. So, jetzt ab nach Marve, a Maeve. Now there's a worthy prize. It's amazing. Nein, das machen wir jetzt noch. Wie weit ist denn das? Okay. Wieso kann ich hier nicht weiter rauszoomen? Das ging noch vorhin. Achso, hier. Das ist doch schon hier, oder? Ist doch nicht weit. Moment, warte, da ist ein Ausrufezeichen. Was hat das auch damit auf sich? Hier oben. Ah, hier ist eine Chest. Ah, a material. Useful things, these.
different combinations of materials result in different creations. If your plane had arisen in search of preferable treatment, das war knapp. Oha. Wir müssen ja mal Falling Damage eigentlich mal testen, oder? What? Und wie lautet das Ergebnis? Vorhanden, okay. Aber wie der auch face down auf die Fresse geklatscht ist. Das ist vielleicht auch nicht die allerbeste Variante, um von einem Felsen zu springen. Oh nein, was habe ich geladen? Das glaube ich ab der Taverne geladen. Das ist auch anscheinend so ein Kritikpunkt, dass man da leicht verrutscht. Wo kann ich laden? Das gibt's doch nicht. Kann ich noch den anderen Spielstand laden? Es gibt ja nur einen. Alter. Ich dachte, es geht um die Distanz. Und ich wollte natürlich möglich... Oh, ich kotze. Ich gehe nochmal ins... Ja. Genau, probier's mal bei Software, ob das vielleicht geht. Na, ja, gibt nur Speichern, ne? Speichern und zurückkehren. Das ist natürlich nicht das. Aber da gibt es auch eine Option zum einfach zurückkehren. Zurück zum Titel, ohne zu speichern? Aber dann ist die Frage, was ist gespeichert? Oh Gott. Du meinst, dann ist auch noch alles weg? Es gab anscheinend auch Probleme mit dem Autospeichern. Ich kann es nicht verurteilen. Alter, ich dachte, es geht um die Distanzen. Willst du... Ich renn durch, ey. Ja, das wird das Gleiche sein jetzt. Wahrscheinlich hat es das überschrieben, oder? Ja, ich kotze. Ach, so eine Scheiße, ey. Jetzt muss ich das alles nochmal machen. Mann, halt die Fresse. Können wir am Arsch lecken. Oh, Mann, ey. Naja, gut, das geht schnell. Aber trotzdem, Alter. Ich glaube, ich stelle auf Englisch. Ich habe das Gefühl, die Übersetzung ist auch ein bisschen dumm. Kann das sein? Always a pleasure. Shopping. Hey, yo. We've had to start sending out... Is that so? Lachlan. Aye. I expect... Cardo. What? This is the first I'm hearing of it. Oh, naja gut, das ist... jetzt wissen wir's. You've my thanks. And a Cardo. We must make haste if we are to arrive in time to assist. Oh, ärgert mich das gerade. Das ist eine halbe Stunde, die ich nicht wieder kriege.
ingredients are plentiful hereabouts. We could pick some now and use them when the need. Aber da brauchen wir halt, jetzt verstehe ich auch die Kritik an dem einen, an einem Spielstand. Da musst du halt, du musst halt immer einen Autosave-Spielstand haben, damit sowas nicht passiert. Also da sind die doch auch erfahren genug, dass sowas nicht passiert, ey, oder? Ich meine, natürlich war das jetzt dumm von mir, weil es irgendwie auch, aber auch missverständlich ausgedrückt war. Aber trotzdem, das, normalerweise wählt man dann einfach den letzten Speicherstand aus. Und das Problem existiert einfach nicht. Das ist so unnötig. Zumal auch dieser Fallschaden doch sehr extrem war, oder? No sense letting the enemy gain the upper hand. The early Griffin gets the worm as they Du sollst immer bei deinen Konsequenzen, mit deinen Konsequenzen leben. Ja, okay, aber dann gib mir nicht die Wahl, wo ich, welchen Spielstand ich lade. Dann mach's wirklich so Souls-mäßig, wenn du stirbst, dann startest du da. Dann ziehst konsequent durch und... We must each of us hone our skills. A jack of all trades is a master of none. Naja, normalerweise macht man keinen Flachkörper aus 5 Meter Höhe auf nackte Erde. Aber ich weiß es lieber jetzt einmal am Anfang als später irgendwie. Also man muss, ich muss ja einmal wissen, was das Spiel für Mechanics hat. Also Fallschaden testen, finde ich, ist schon wichtig am Anfang. Jetzt weiß man zum Beispiel, dass es hier sehr krass ist. Mit dem Fallschaden. That now. If you're offering your aid, I'll gladly take it. Is that... I've only just enlisted. You saved me this time. Well, I'd best be heading back. Can we report back now? Hier war doch gerade noch irgendwas. Hey? Ja gut, das nächste Mal einfach klar beim letzten Speicherpunkt respawnen und fertig. Ich würde da jetzt auch keinen großen Deal draus machen. Aber ich merke schon, im Chat gibt es viel Kritik für das Spiel. Ich weiß nicht genau, warum ihr so kritisch seid. Hängt das mit der Grafik zusammen, die euch nicht gefällt? Wobei ich da nicht so richtig weiß, ob das... Also ich finde die Grafik ehrlich gesagt nicht schlecht. Ist jetzt vielleicht nicht das, weiß ich nicht, absolute bestaussehendste Spiel, aber es ist halt auch eine große Open World mit bislang zero Ladezeiten. Also kommt halt auch immer für einen Preis. Aber das Milchige, ich habe auch das Gefühl, es liegt so ein Milchfilter über, so wie so ein leichter, wie so ein Emmanuel 76-Filmfilter. Aber ich kann euch sagen, es macht auf jeden Fall Spaß. Es spielt sich sehr, sehr smooth. Hey, old friend. Aye, that it was. The poor sod was a bit too early for him to be seeing actual combat. We'll be extending his training period. The instructors here are well known for whipping recruits. Speaking of training regimes, I must admit I've half a... I'm fine, good to see you.
Aber ich würde auch mal abwarten, wenn jetzt viel Kritik ist, zum Beispiel was die Safe Games und so angeht, und die Microtransaction, die werden höchstwahrscheinlich bleiben, aber so diese anderen so Quality of Life Sachen und so, da wissen wir doch mittlerweile auch, wartet mal ein, zwei Patches ab und dann wird das auch, würde ich mich nicht so reinsteigern, ehrlich gesagt. So, Fertigkeiten. So, was habe ich gesagt? Entzündende Klingen. Zack. Oh, ich habe weniger DP als jetzt. Als eben. Ich kann sogar nur eine Sache kaufen. Ich habe weniger gekämpft, offensichtlich. Na gut, und was haben wir gesagt? Oh, kann auch. Doch, Blitzregen. Haben wir gesagt, ne? Ja. Ja, vor allem wolltest du die Kernfertigkeiten noch haben. Ja, aber da ich jetzt eh kein Geld habe, stellt sich die Frage nicht. Ich habe eine Quality of Life. Verbesserung. Und zwar, wenn man hier normalerweise auf Abbrechen geht, müsste man aus dem Menü rauskommen. Aber man kommt hier nicht raus. Man muss immer Abbrechen mit X bestätigen. Ist ein kleines Ding. Ist nicht schlimm, aber es ist halt angenehmer, einfach immer Cancel, Cancel zu drücken, um aus allen Menüs rauszukommen. Wäre jetzt für mich kein Dealbreaker, würde ich jetzt vielleicht auch nicht wirklich viel Prozentwertung abziehen, aber so eine kleine Quality of Life Verbesserung, why not? Ne? Why not? So, und wo speichert man jetzt? Hier, ne? Wenn man jetzt speichern will. Speichern und fortfahren. Was ist jetzt und hier? Jetzt Folge 2? Nein, wir gehen erst nach Marvel. Okay. Schrei mich nicht an. Hui! Von wo bin ich eben runtergestürzt? Von da, ne? Probier's nochmal. Ja, lustig. Aber wenn wir jetzt mal da hochgehen, dann sagt ihr mir mal, ob das tödlich aussieht oder nicht. Gereiftes Bestienrippchen. Wieder runter. Jetzt habe ich zum Beispiel Angst vor der Leiter. Wenn ich jetzt hier nämlich die falsche Taste drücke, bin ich tot. Aber es geht, oder? Weil ich auch nichts sehe. Okay. Donk, donk, donk. Nein, bleib doch unten. Bleib doch unten. Ah, jetzt! Das war keine Absicht. Jetzt wäre ich fast aus Versehen darunter gestürzt. Okay. Jetzt machen wir uns auf. Nach Maeve. Ne, Moment, da ist ja immer noch das Ausrufezeichen. Ich hab das Gefühl, ich stecke in der Zeitschleife. Guck mal, da ist ja immer noch ein Ausrufezeichen. Was ist jetzt das? Ich dachte, das war die Schatzkiste, aber es war gar nicht die Schatzkiste. Hier? Vielleicht muss ich nur mit dem Typ labern. Kann das das sein? Wenn ich mit dem laber? Nee. Hä? Was soll das? Chat sagt, das geht nicht weg. Wie, das geht nicht weg? Aber was ist es denn? Kann er hier hochklettern? Nee. Vielleicht ist hier einfach irgendwas, was wir noch nicht... Nee. Es ist ziemlich genau die Schatzkiste. Das bedeutet nur, dass ein Vasall diese Leiter für dich entdeckt hat. Ah, okay. Gibt's eigentlich Mounts in dem Spiel? Also kann man reiten? Ich glaube, hier oben habe ich noch vorhin das letzte Mal gekämpft. Different masters favor different pawns.
Man kann auch gar nicht sich ducken, ne? Also man kann gar nicht schleichen, irgendwie habe ich das Gefühl. Jetzt habe ich mir selber Angst vor Klippen gemacht. Durch diesen Fallschaden. Oh, siehst du, da war sie schon wieder im Facepalm-Modus. Zum Glück gibt es kein Team-Damage. Aber hier hat es doch irgendeinen zerlegt, oder nicht? We've earned ourselves a pat on the back. No doubt this triumph will spur us into the next. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. I say. We collect as much as we can carry. Ja, ja, dort. So, wo muss ich lang? Da sind wieder Gegner. Same old number gone with the next foe. Are we all in the same boat? That's the spirit! Sehr ungewohnt, ohne Lock-On zu kämpfen. Es funktioniert aber erstaunlich gut. Aber es ist einfach ungewohnt. Weil man nicht so richtig checkt, nach welchem Prinzip er die Gegner auswählt. Aber es funktioniert auf jeden Fall. Just think what we could achieve if we honed our talents further. Nur Ochsen kann. Okay. Lass Erik immer am davonstürmen. Lass Erik, wir wollen erstmal gucken, was hier links ist. Warte doch bitte. Aha. Das sieht doch nämlich ziemlich interessant aus. Das sieht sogar richtig aus. Ich glaube, wir sind einfach nur nicht um den Felsen rumgegangen. Lars Erik ist ein bisschen dumm. Gather these now. It would be a shame to forget their location when we need them most. Ich hab 500 G's. Hier, diese komischen Eier, die habe ich schon mal gesehen. Vielleicht sind die Teil von einer Quest. Weil man kann tatsächlich nicht mit ihnen agieren. Ah, doch. Man kann sie kaputt hauen. Ah, kann das sein, wenn man die kaputt haut? Komm. Das könnte sein. Vielleicht sollte ich vorsichtig sein.
Dass dann nämlich die Greifen kommen, wenn das Greifeneier sind. Ah, a material. Useful things, these. Different combinations of materials result in different creations. Pray slow your feet. You run too fast for the likes of me. No Lars, entspann dich. Try to keep up. Melf, vom Drachenfeuer verwüstete Festung. Behold the state of the village. Tis a sorry sight indeed. The dragon truly is calamity incarnate. Mayhap a walk through the... Pity a brother risen. Was war jetzt das? Looking for work? We've got plenty going here. Hey, hau du mal lieber den Nagel da in die Luft. Okay, ich speichere hier mal ab. So, Nicola. Es ist soweit. Ist die erste Folge vorbei? Die erste Folge Dragon's Dogma 2 ist vorbei. Und ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Und sagt mir auch mal gerne, ob das bei anderen auch so milchig aussieht, ob das einfach in dem Spiel ist oder ob es hier noch, ich weiß nicht, woran es liegen könnte. Vielleicht noch ansonsten in den Windows-Grafikeinstellungen, sonst weiß ich nicht, woran es liegen könnte. Ich hatte auch gemeint, dass da bei Helligkeitseinstellung noch ein Setting war, wodurch du Kontrast besser einstellen kannst. Okay. Vielleicht gucken wir da nochmal beim nächsten Mal. Wir gucken nochmal rüber. Ansonsten bin ich gespannt, was ihr bislang haltet vom Anfang von Dragon's Dogma 2. Ich kann nur sagen, es macht eine Menge Spaß. Es ist natürlich am Anfang von so einem großen Rollenspiel, muss man erstmal alles kennenlernen und so weiter, bis man so richtig da reinwächst, dauert es und bis man die ganzen Mechaniken, die dann ja auch den Spaß bringen, kennenlernt. Aber ich habe ein gutes Gefühl, weil mir das Kampfsystem Spaß macht. Und man viel Freiheit hat, auf jeden Fall, und auch viel entdecken kann offensichtlich. Da sind schon viele Zutaten dabei, die mir gefallen. Ein Speicherplatz, definitiv, weiß ich nicht, warum man das gemacht hat, leuchtet mir nicht so richtig ein. Microtransactions hatte ich jetzt noch keinen Kontakt mit, aber wenn es eben so ist, dass wichtige Game-Items oder so käuflich erwerbbar sind oder erworben werden müssen, dann ist das auf jeden Fall natürlich nicht geil. Aber Spiel macht Spaß, ich werde es weiterspielen und wir sehen uns bei Folge 2 hoffentlich wieder. Also. So. Wunderschön. Und bevor du das loslegst, müssen wir ja noch ein bisschen was technisch umstellen. Stell mal was technisch um. Soll ich mal in die... Ja? Guck du mal nach, ob du die Settings findest. Ich sag mal im YouTube-Chat, dass ihr gerne dranbleiben könnt. Ihr werdet dann aufs neue Video weitergeladen gleich. Mit Folge 2. Wir sollen noch 10 Sekunden warten. Also, dann haben wir Delay zu YouTube. Also, du bleibst durch dran. Es geht gleich weiter. Ihr könnt hier mir. Wo soll ich jetzt nochmal genau, wegen Kontrast? Mal Edit durch. Wegen Kontrast. Ich habe nichts gesehen von Kontrast. Schattenqualität, Schattencache. Das war vorhin bei Helligkeitseinstellungen anscheinend. Bei Anzeigen der Helligkeit. Hier muss irgendwo eine Checkbox oder so. Oder erst später. Das ist mal so eingestellt. Drück mal weiter. Da auch. Und hier irgendwo? Kannst du hier mal was einstellen? Nee. Ah, okay. Geht das da nicht.
Hier ist auch noch ein Vorschlag aus dem Chat. Warte mal. Bei den Nvidia-Einstellungen. Genau, ich schalte in der Zeit mal kurz YouTube ab. Ihr, wie gesagt, könnt dranbleiben. Gibt einen neuen Stream. Ich poste auch noch mal in den Chat, falls der euch nicht automatisch weiterleitet. Also was? Nvidia-Anzeigen? Anzeige? Da geht's gleich weiter. So. Indikator? Nee. Auflösung ändern?